Tag 2 geht weiter. Jetzt wird weiter gelesen. Machte mit seinem Tor das Spiel noch spannender als schon war. James Rodriguez. Infolgedessen drückte Bayern enorm. Hatte in der 80. Minute ein kleines Chancenboost. 9-21 Torschüsse. 9 bis 21 Torschüsse. Spielte auch mehr mit dem Ball. 59% Ballbesitz und hätten nach einem Foul von Sergio Ramos aber noch einen Elfmeter bekommen können. Vielleicht sogar müssen doch die Statistik brachte nichts ein. Ins Tor trafen wieder Tolisso, 74. Minute, noch Müller, 79. Minute. Den Rot-Weißen lief allmählich die Zeit ab. Madrid spielte auf Zeit. 5 Minuten Nachspielzeit zeigte der vierte Offizielle an. Doch wieder ein Freistoß, 90. plus 1. Minute, noch eine Ecke, 90. Minute plus 2. Minute, 2. Und eine letzte Chance von Thomas Müller. 90. Minute, 7. Minute, brachte am Ende den nötigen dritten Treffer ein. Nach 7 Minuten Nachspielzeit pfiff Schiedsrichter Shakir die Begegnung ab. Das 2:2 reicht Real Bayern. Real Bayern ist raus. Uiuiui. Ui, ui. Herzliches Beileid.